Hallo Freunde, ich habe diese Woche Urlaub, muss zwar ein bisschen zu Hause was machen, aber so einen schönen Tag wie heute muss ich ausnützen und da treibt es mich in den Wald. Ja, wo gehen wir hin? Das weiß ich noch nicht. Ich habe eine kleinere Runde geplant, aber nichts Fixes. Ich möchte auch noch zwischendurch eine VR für den Danger Freak machen und weiteres noch für den Super Racer. Ja, und dazu finde ich eigentlich einen Wald gut. Okay, weiters habe ich ja noch mein altes Hobby, das Geocachen. Da muss ich eine Dose einziehen, da sich das um einen Lost Place handelt. Da wird sich DF freuen. Und dort gibt es Fledermäuse, da es sich um eine unterirdische alte Wasserleitung handelt. Und zum Schutz der Fledermäuse ziehe ich hier die Dose ein, damit nicht wer auf die Gedanken kommt und die kleinen Tierchen stört. Gut, gehen wir es also an. Ja, wenn mir hier so das eine oder andere Schwammerloch über den Weg laufen würde, wäre ich auch nicht böse. So, ich gehe jetzt wieder Richtung Weg hinunter, dass wir unseren Lost Place finden. Ich hoffe,
dass er nicht viel Wasser führt. Sonst kann ich dort schwimmen. So, nun kommen wir zu dem Lost Place und diesen widme ich jetzt dem Danger Freak. Okay, bis später, Freunde. Ja, Freunde, das ist die alte Wasserleitung. Hat man in einem meiner Filme gesehen. Und zwar ist der 6 Meter unter der Erde. Das könnt ihr euch gerne ansehen. Ja, und jetzt geht's weiter. Tja, das Wetter zeigt sich doch nochmal. Von der besten Seite. Ich habe mir meine Jacke ausgezogen. Okay. Ich habe hier in der Nähe noch ein Kirschversteck. Den werde ich jetzt auch einen Besuch abstatten. Natürlich ist das mitten im Wald. Ja. Das ist aber ein anderer Wald. Da müssen wir ein Stückchen mit dem Auto fahren. Und dann geht's wieder weiter. Okay, Freunde, bis gleich. So, Freunde, wir sind jetzt im anderen Wald angekommen und werden diesen jetzt aber auf Wegen abgehen. Ja, auch hier. Leider gibt es überall solche Arschlöcher, die alles beschmieren müssen. Leider. Das Wetter ist tadellos. Ja, ich habe es kurz erwähnt, ich habe hier einen Geocache versteckt und der ist neben einer kleinen Kapelle im Wald
Fukuyama-Kapelle. Und diese werde ich jetzt aufsuchen, ein Käfchen dort genehmigen und schauen, wie es meinen Cache geht. Und ja, bei dem schönen Wetter seid ihr natürlich dabei, Freunde. Wie man auch schon langsam feststellen kann, verfärbt sich schon der Blätterwald in die herbstlichen Farben. Wir hatten zwar noch keine Minus, ich glaube die kälteste Nacht hier war mit plus 2 Grad oder 3 Grad, nicht richtig Minus noch, sonst würden sie wurzeln. Ich finde den Herbst eigentlich genauso schön wie den Sommer. Es sind kühlere Tage. Die Farben sind ein Traum. Ja. Einfach schön. Tja, da gab es gerade eine Verwechslung. Ich hörte es nur im Wald krachen und knacksen. Dachte ich mir schon unverhalten. Vielleicht bekommen wir eine Wildsau vor die Linse. Und was war's? Ein Schwammelsucher. Watch else. Ja, was man bei uns alles im Wald finden kann. So, da. Zielgebiet. Kramerkapelle. Mitten im Wald. Ja. Kastanienbäume. Steht also mitten im Wald. Hier jede Menge Wildschwein spielen. Meinem Cache geht es gut. Ich zeige ihn euch mal kurz. Da ist Wildschwein sicher aufgehängt. Das wissen auch die Förster hier Bescheid, dass der hier hängt. Also ich brauche mir keine Angst zu machen. Hier hängt die Dose. Ja. Schönes Fleckchen hier. So, hier noch ein riesen Baumschwamm. Das ist ja mal ein ordentliches Gerät. So, und jetzt werden wir mal einen Kaffee machen.
Und weiters fehlt mir noch eine VA für den Super Racer. Was machen wir hier? Ich nehme mal her. Heute ein kleiner Unit und unser Tanker. Das Schläfchen ist gleich fertig. So Freunde, was gibt es Schöneres als ein Käfchen? Die meisten werden das verstehen. Das Wetter ist wirklich herrlich heute. Ich hoffe, es bleibt noch ein paar Tage so. Heute haben wir Dienstag. Ich wäre eigentlich bis Sonntag zu Hause auf Urlaub. Sollte nichts dazwischen kommen und ich werde dringend gebraucht. Okay, bis gleich, Freunde. Ja, in mein S-Bit passt alles rein, die kleine Dose, Brenner, somit ist alles immer dabei. Ich habe auch manchmal die 250er Dose mit, aber normal recht die kleine, für ein paar Tage. Ich habe auch ein kleines Marschgepäck. So da. Nochmal ein Blick zurück. Nichts da gelassen. Alles okay. Hier nochmal die Kramerkapelle. Tja, und weiter geht's zurück. Meine Frau hat mich angerufen und die braucht mich zu Hause. Wir müssen noch schnell was erledigen, aber okay, morgen ist hoffentlich auch ein schöner Tag und selbst wenn es regnet, bin ich wieder unterwegs. Ich freue mich auf morgen, wenn ihr wieder dabei seid. Ich schaue inzwischen, was für eine Tour ich machen werde, was mir einfällt. Ja, bis zum Auto könnt ihr mich noch bekommen.
So, Freunde, wir sind wieder beim Auto und jetzt geht's wieder nach Hause. Okay, man sieht sich wieder. Bis bald im Wald, Freunde. Ciao.